Hallo! Herzlich willkommen bei Mrs. Flori. Wir machen heute ein ganz leckeres Sommerdessert vom Grill. Wir grillen Ananas. Das geht ganz einfach, wenn der Grill schon warm ist, könnt ihr so eine super leckere und einfache Nachspeise zubereiten. Parallel zu meinem Video zeigen euch heute Eat and Smile eine weitere leckere, süße Idee vom Grill. Gib ihnen gegrillte Banane. Zum Video von Eat and Smile kommt ihr in der Infobox und hier auf dem Bild, wenn ihr raufklickt, kommt ihr zum Video von der gegrillten Banane. Als erstes schneiden wir die Ananas in Stücke. Zuerst tun wir den Strunk entfernen. Von der Dicke schneide ich die Ananas in so 1 bis 2 cm dicke Scheiben. Zum Grillen geht es besser, wenn ihr die Ananas nicht schält. Eine Variante ist auch, die Ananas aufzuspießen. Ich schneide sie dazu in längliche Scheiben und mache den Spieß hinein. Bevor die Ananas auf den Grill kommt, bestreiche ich sie noch mit etwas Öl. Das ist wichtig, dass die Ananas nicht anklebt. Ich verwende Rapsöl. So kann die Ananas nun auf den Grill. Wir haben einen Holzkohlegrill. Dieser ist etwa 250 Grad heiß und die Ananasstücke werden auf dem heißen Grill von beiden Seiten für ca. 2 bis 3 Minuten gegrillt. Zum Servieren die gegrillte Ananas auf Teller anrichten, nach Belieben mit Sahne oder ich verwende hier Kokosjoghurt garnieren. Sehr lecker ist etwas geschnittener Basilikum dazu und zum Süßen gebe ich noch etwas Ahornsirup auf die Ananasstücke. So einfach und schnell kann man ein leckeres Dessert am Grill zubereiten. Wenn ihr anstelle der Ananas lieber Lust auf Banane habt, dann schaut unbedingt bei Eat and Smile vorbei. Ihr Video für eine gegrillte Banane habe ich euch verlinkt, ihr findet es unten in der Infobox und auch hier nochmal verlinkt. Wenn euch das Rezept gefallen hat, freue ich mich über Daumen hoch. Unbedingt den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Rezepte. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Flori.